Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Ja, und im ersten Jahr gab es war die Rallye Griechenland, da haben wir gewonnen und Citroën hat gegen uns protestiert. Und wir hatten keine Ahnung warum. Und dann kam, ein Journalist, war der Rainer Kuhn, ist zu mir gekommen und sagt, weißt du, dass gegen Audi hier mal protestiert wurde? Ich weiß gar nicht mehr, wer war da, der Motorsportdirektor. Und die haben den Protest verloren. Und der Piëch und der Rennleiter von Audi, der hat sich unter dem Auto gelegen, hat sich die Hand verbrannt, war im Krankenhaus. Und der Piëch ist am nächsten Tag ins Krankenhaus, hat den Blumenstrauß gebracht und hat ihn gefeuert, weil er den Protest verloren hat. War das nicht Walter Dreser? Ich glaube, war der Dreser. Und dann habe ich gesagt, oh, super, dass du mir das sagst, jetzt gerade von der Protest reingekommen ist und ich muss gleich zur Verhandlung. So, du musst mir sagen, morgen bin ich meinen Job los, wenn das jetzt damit funktioniert. Ja. Und dann ist er zum Sven Smets, der Teammanager war, ist der Rainer hingegangen und hat gesagt vor der Verhandlung, Sven, ich glaube, du kennst deinen Chef noch nicht, aber nach der Verhandlung, dann wirst du den kennen. Hat er gesagt, was meinst du damit? Ich sag, warte ab. Dann haben wir da gewartet und da gibt es ein schönes Bild, wo wir da draußen vor dem Verhandlungsraum, der FX, Sven und ich auf dem Boden sitzen und warten, dass wir reingerufen werden. Die Citroën-Leute waren schon drin und okay. Dann sind wir reingerufen worden und dann ging es darum, das hat man bei Ford schon gemacht, das hat Citroën gemacht, der Citroën nicht, ich glaube, die Subaru war eigentlich Standard, über Nacht eine Ersatzbatterie ins Auto zu tun, dass wenn morgens früh das Auto mit der normalen Batterie nicht anspringt, weil irgendwo Strom gezogen hat, konnte man die zweite Batterie anklemmen, konnte das Auto starten, man ist dann in den Servicepark gefahren, dann ist ja der 10-Minuten-Service, dann hat man die zweite Batterie wieder rausgenommen. Ja, okay. Die haben Protest eingelegt, dass wir eine zusätzliche Batterie im Auto haben, was gemäß Reglement nicht erlaubt ist. Okay. Ja, und wir hatten aber vorher mit der FIA auch gefragt, ob es okay ist, wenn wir das Auto entwickelt haben, weil die Batterie, die kann man ja nicht einfach reinstellen, sondern wenn eine Batterie im Auto ist, muss die, auch wenn es Ersatzteil ist, muss die richtig gesichert sein. Klar, ne? Ja. Das ist ja sonst gefährlich. Auch wenn es nur über Nacht drin ist. Mhm. Und das war alles abgenommen. Die haben trotzdem Protest eingelegt. Und dann sind wir rein und ich sage, ja, gegen den und den Artikel ist eine Batterie zu viel im Auto. Dann habe ich den Artikel angeguckt und habe gesagt, der Artikel sagt nichts. Das war irgendwas Nummer A, Zahlen an Nummer A. Dann habe ich gesagt, da steht nichts über Batterie und Anzahl Batterie. Das steht im B. Dann sagen sie, ah ja, sorry. Ich sage, nein, nichts, sorry. Das sei der Protest gegen den Artikel Nummer A. Und jetzt könnt ihr hier nicht einfach sagen, okay, jetzt nehmen wir Artikel B. In dem schriftlichen Protest von Citroën steht gegen A. Und die meinen gegen zusätzlich Batterie und es ist A. Können wir jetzt gehen? Nein, so schnell geht das nicht. Aber bitte ins Protokoll nehmen, das ist ein Formfehler. Sie haben gegen A protestiert, meinen B. Und damit ist für mich die Sache eigentlich schon erledigt. Und dann kommt als nächstes, sagen sie, ja, aber es ist nur erlaubt, es steht in dem Artikel, es dürfen nicht mehr Batterien im Rallye-Fahrzeug sein, als im Serienauto sind. Und dann sage ich, ja, aber erstens ist es Verständnis im Reglement, sind angeschlossene Batterien. Mhm. Ja, ein Ersatzteil. Ich darf jederzeit ein Ersatzteil mitnehmen, wenn es richtig ist. Mhm. Nein, es geht hier nach Anzahl der Batterien. Da habe ich gesagt, um wie viele Batterien geht es? Wie viele haben wir eurer Meinung nach im Auto? Sagen sie, ja, zwei. Die angeschlossene und die Ersatz sind zwei Batterien. Also jeder Polo hat zwei Batterien. Also wie jeder Polo. Der hat eine im Motorraum und eine im Schlüssel. Und ohne die Batterie im Schlüssel fährt kein Polo. Dann sage ich, ja, aber das ist eine kleine Batterie, die zählt nicht. Ich sage, wo steht im Reglement was von Größe von Batterie? Können Sie zustimmen, im Schlüssel ist eine Batterie oder ist keine Batterie? Ja, ist eine Batterie. Ich sage, wie viel ist eine Batterie im Schlüssel, eine Batterie im Motorraum? Das sind zwei Batterien, oder? Und Sie haben vorher gesagt, wir hätten zwei Batterien. Also stimmt das nicht, dass wir mehr Batterien haben, als ein Serienauto hat? Ich sage, können wir jetzt gehen?
Dann haben sie gesagt, ja, wir müssen beraten. Und dann sind wir raus, haben gewartet. 2 Stunden haben sie uns reingerufen und haben gesagt, der Protest ist abgewehrt. Dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Dann bin ich zum Yves Montand gegangen, der Rennleiter von Citroën. Habe ich gesagt, Yves, komm, nach der Rallye gab es ja immer für alle gemeinsam eine Party vom Veranstalter. Da habe ich gesagt, komm Yves, jetzt gehen wir gemeinsam auf die Party. Komm, ich gehe auf keine Party, ich gehe ins Bett. Ich sage, komm, geh auf die Party. Nein. Dann habe ich gesagt, so, was machen wir jetzt? Dann habe ich den von der verantwortlich ist für die LKWs, angerufen und meine Jungs waren ja alle auf der Party. Da habe ich gesagt, jetzt geht in den LKW und holt alle kleinen Batterien, die wir haben. Und dann kommen wir alle an den Eingang und dann erzähle ich euch was. Und Sven hat gesagt, nee, Jost, das machst du nicht, oder? Ich sage, doch, logisch, das feiern wir jetzt. Und dann haben wir die Batterien geholt, haben die Batterien an die Citroën-Leute verteilt, hat jeder eine Batterie gekriegt und mir auch. Und dann haben wir die 9-Volt-Blöcke also zwischen die Zähne genommen und haben getanzt. Und die Citroën-Leute auch. Und dann habe ich das fotografiert und dem Yves geschickt und hat gesagt, schade, dass du nicht mitgekommen bist. Und das war... Seid ihr wieder Freunde? Ja, und dann 3 Tage später habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Yves, habe ich deinen Anruf verpasst? Sagt er, ja, wie habe ich deinen Anruf verpasst? Sag ich, doch, ich habe gedacht, du rufst an und entschuldigst dich bei mir. Habe ich deinen Anruf verpasst? Nee, du hast keinen Anruf verpasst. Sag ich, dann rufe ich dich an, gebe dir Gelegenheit, dich zu entschuldigen für die Attacke, für den Anruf. Sagt er, ja, wieso? Ich habe gesagt, hör zu, Yves. Wir können so in Zukunft weiterarbeiten, dass jeder gegen jeden protestiert oder wir reden vorher drüber. Und wenn wir uns nicht einig werden, dann können wir immer noch protestieren. Aber dann weiß einer, worum es geht und wir können darüber anständig diskutieren. Wir können es so machen oder so. Und ich sagte, wenn du das Erste wählst, schwöre ich dir, bin ich besser. hat er gelacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir sind uns einig, wir nehmen den zweiten Weg, so einwandfrei. Und wir waren vorher die besten Freunde, oder? Und wir waren es nachher auch. Okay. Aber wir waren uns einig, ist nie mehr irgendwas passiert. Wenn irgendwas war bei der Rallye, haben wir innerhalb von 10 Minuten alle Team Principals zusammengebracht bei irgendeinem, haben zusammen eine Flasche Rotwein getrunken und haben das diskutiert und haben eine Lösung gefunden. Das war so sensationell gut in der WRC. Und da waren alle gleich. Wir haben jedes Problem gelöst. Wir haben gesagt, das alles andere schadet dem Sport. Und das können wir unter uns lösen. Da brauchen wir keine FIA und Sportkommissar. Und wir haben das alles immer bei einer Flasche guten Rotwein gelöst. Super. Also jetzt kann man, wer sich das hier anhört, weiß in der Formel 1, was ihm jetzt blüht. Guten Rotwein. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.